Also wir sind hier in Mönchengladbach bei der Delegiertentagung der Mittelstandsvereinigung der CDU in Nordrhein-Westfalen. Wir haben unseren Landesmittelstandstag und ich freue mich sehr, dass wir ihn in einer guten Atmosphäre hier in Mönchengladbach begehen können, dass wir gute Redner haben mit unserer Landesvorsitzenden Angie Erwin, mit dem Innenminister Herbert Reul, mit unserem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Ich freue mich auch, dass ich wiedergewählt worden bin als stellvertretender Landesvorsitzender. Und die MIT ist wichtig als Stimme der Wirtschaft innerhalb der CDU, damit auch wir die richtigen Akzente setzen, damit sich unsere Unternehmen, unser Mittelstand in Nordrhein-Westfalen noch positiv entfalten kann. Ja, und das ist ein guter Samstag, ein gutes Signal für Unternehmer in Nordrhein-Westfalen.